Der Papierflieger Mario, die spezielle Fähigkeit haben wir das letzte Mal hier eigentlich freigeschaltet. Und ja, irgendwie müssen wir jetzt da weiterkommen. Wir können auf irgendwelche Plattformen auch gehen. Ja, lasst euch überraschen. Wer die erste Folge verpasst hat, kann auch in der Videobeschreibung, in der Playlist oder halt YouTube-Playlist bei mir auf meinem YouTube-Kanal Dreamo das Ganze nochmals nachholen. Na, wir gehen mal nachschauen. Weil anscheinend sollte es hier ja auch eine Möglichkeit geben, hier jetzt darüber zu kommen. Da unten ist zwar irgendein Riss in der Decke noch gewesen, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Wahrscheinlich erst später lüftet man wahrscheinlich hier noch ein Secret. So, jetzt kann ich hier den Flieger benutzen. Kommt ihr auch mit? So, also man hat hier die Möglichkeit hier. Wow, wow, wow. Das war ja schon gut, oder? Ja. Kein Problem. Also ich habe ein bisschen so nach hinten gedrückt, den Stick losgelassen. Oh, sieh an, wo sind wir denn da gelandet? Ist das hier das Äon-Tor? Mario, komm Rino, seht euch das an! Ja. Wow, das ist das Äon-Tor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick! Also ist die Legende wahr, wir sollten etwas näher herangehen. Und die haben die ganze Zeit nie davon irgendwie erfahren und jetzt erfahren sie das erst, dass die Legende hier anscheinend wahr ist. Na gut, dann schauen wir mal weiter, was hier los ist. Okay, richtig mystisch hier. Mhm. Wow! Ja, oh, magischer Effekt hier. Oha, oha. Das sind wahrscheinlich die Sternjuwelen, wovon sie auch gesprochen haben. Herr Professor, was war das denn? Ja, was war das? Wow, was läuft mit Mario? Ah, jetzt kommt die Karte ins Spiel. Ja. Die legendäre Karte hier. Mhm. Oha. Die Karte wurde aktiviert. Wow. Das ist ja cool gemacht. Ja, sieh an, sieh an. Das ist unser nächstes Reiseziel, echt. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Ja. Zusätzlich lernt Mario die Sternattacke Sternfit. Sternfit. Herr Professor, die Karte und dann dieses, ja, sehr beeindruckend. Da scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben, es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten. Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Oh yeah. Okay, dann untersuchen wir ein bisschen mal die Karte bei ihm zu Hause. Das heißt, wir haben im Untergrund das Äon-Tor gefunden, haben die Karte irgendwie da aktiviert, ein Stückchen davon, wo wir da zum nächsten Sternjuwel gehen müssen. Hm, so ist es also. Ja, was ist denn so? Hm, Sie haben es verstanden, Herr Professor. Oh, natürlich. Und euch werde ich es erklären. Eines kann man nämlich mit Gewissheit sagen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Yay! Demzufolge befinden sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Oh mein Gott, Feuertal, epische, der Hype ist real hier, ich liebe Feuer. Im Feuertal? Ja, das wird sicher ein roter Stern nachher sein, also Juwel. Es gibt mir irgendwie ein bisschen Paper Mario, also Super Mario RPG Vibes da zurück, wisst ihr, mit diesen 7 Sternen, die man gesucht hat. Das waren das 7, ich weiß es nicht mehr genau, aber da gab es ja auch farbige Sterne.
Das Feuertal liegt nämlich weit östlich von Rohlingen. Weit östlich. Ehrlich gesagt erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? Ja, in den Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Ja. Übrigens, Mario, wie kommst du eigentlich an diese Karte? Tja, das habe ich meiner Prinzessin zugesendet. Ja, vom Prinzessin Peach. Also, hat dir diese Karte geschickt? Yes. Sieht die Prinzessin unter Umständen etwas so aus? Ja, ich würde mal sagen, es stimmt. Oh yeah. Ich wusste es. Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ah, sie wollte ganz alleine auf die Schatzsuche gehen, ohne Mario. So ist es also. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist sie ja... Ja, wilder erwarten doch allein ins Feuertal gegangen. Aha. Schaut euch mal den Blick an hier von Mario. Ah. Ja. Übrigens, in der Stadt fragen auch so seltsame Truppen, also nicht Truppen, sondern Typen nach den Sternjuwelen herum. So, so interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Vielleicht. Also gut, ihr beide brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begeben hat, müsst ihr sie einholen. Let's go. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Ja, was du nicht sagst. Ja, für dich. Hey, und sie kommen nicht mit, Professor Kumbat? Nö, ich versuche etwas über die Prinzessin und diese seltsamen Typen herauszufinden. Geh nur alleine mit Mario los. Euch zu begleiten wäre für einen alten Herrn wie mich doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Viel Erfolg. Und jetzt lasst mich euch Lebewohl sagen. Lebewohl, Lebewohl. Was, Lebewohl? Das klingt eigentlich auch so krass. So, Lebewohl ist auf Nimmerwiedersehen, oder was? Ach ja, etwas habe ich vergessen zu erzählen. Zunächst zu dem Leuchten um Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternattacke zu bedienen. Eine, Sternattacke? Bevor ich eine lange Erklärung gebe, würde ich es euch lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Eigentlich nicht, aber egal. Gut, dann lass uns das Experiment starten. Da, 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 da. So, mal gucken. Schau dir zunächst die Leiste an, auf der die Sternenergie angezeigt wird. Okay, da oben leuchtet was. Diese Leiste ist ein Punkt, das bedeutet, du hast im Moment genau eine SE. Sternenergie verfügt momentan über ein. Und wenn du Sternenergie hast, kannst du die Sternattacke benutzen. Die Sternattacke Sternfit füllt KP und BP auf. Lass es uns ausprobieren. Ja, also hier, das ist ein Spezial. Sterne, Sternfit, 1 SE. Füllt KP und BP auf, heilt Vergiftung und ähnliches. Wow, ein Heal-Server. So, also für uns. Ah, wir haben ja kein volles Leben oben, also KP 7 habe ich. Und BP. Das ist ja geil. Ja. Und jetzt bewege wiederholt nach links und nach rechts, um Herzen und Blüten abzuschießen. Was? Nach links und rechts einfach so, oder was? Oder braucht das hier ein Timing noch, oder wie? 10. Okay. 1, 2. 2. Ja, mehr kann... Ja, doch. Bin ich ein bisschen komisch gerade. Da du nun eine SE verbrauchst, besitzt du keine Sternenergie mehr.
Der Trick ist, du kannst neue Sterne Energie sammeln. Und hier kommen die Zuschauer im Publikum im Spiel. Ja, ich habe vorhin ein paar Toads da vorne gesehen. Ich habe mich gefragt, was die da machen. Ja. Wenn die Zuschauer sich gut amüsieren, erhältst du Sterne Energie. Also Mario und Goombario versucht doch einfach mich anzugreifen. Okay, easy, greifen wir dich an mit einer Kopfnuss. Attacke! Bam! Das war nicht gut, also hat es den Zuschauern auch nicht gefallen. Du musst das Action-Kommando richtig anwenden. Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht noch einen zweiten Angriff starten sollen. Machen wir jetzt hier namhaftig! Und zack! Gut! Ja, da jubeln sie. Also ich denke wahrscheinlich immer, wenn gut steht, dann ist es gut. Dann jubeln sie. Das hat den Zuschauern gefallen und ihr habt ein wenig Sternenergie erhalten. Ein wenig. Der Kreis läuft, muss erst voll sein dann wahrscheinlich. Sei mal Goombario. So, eins. Ja, das hat nicht gefallen. Jetzt gehen sie wieder weg. Ja. Ja gut, dann machen wir hier, das gefällt ihnen besser. Ja, das braucht wahrscheinlich hier noch ein bisschen Übung. Ja, aber ein paar Zuschauer sind einfach verschwunden. Ja, jetzt kommen sie wieder zurück. Sehr gut, ihr seht, ihr erhaltet immer wieder neue Sternenergie. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Zuschauer, wenn ihr einen guten Kampf liefert. Die Anzahl der Zuschauer siehst du übrigens links unten auf dem Kampfbildschirm. Also unten links. Hier, mit dem Pfeil. So, mal schauen, ob es klappt mit ihr irgendwie. Kopfnuss gegen deine Gegner, weil ich muss irgendwie zweimal drücken hier. So, bam, bam, jetzt. Also zweimal, ich glaube, das macht sie, glaube ich, automatisch zweimal springen. Also je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sterne ihr bekommst. Okay, außerdem kannst du auch mit einer Show-Einlage deine Sternenergie erhöhen. Das solltest du wirklich gut merken. Das wäre vorerst alles, was ich dir zur Sternenattacke zu erklären hätte. Gute Arbeit, Mario. Gute Arbeit. Ja. Gute Arbeit. Mario nimmt das hier mit auf den Weg. Was? Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was eine Harke ist. Orden Power Hauer erhalten. Das ist ein Orden. Orden können dir gute Dienste erweisen. Wenn du diesen hier trägst, kannst du deinen Gegner größeren Schaden zufügen. Aber Orden wirken nur, wenn du sie auch trägst. Möchtest du üben, wie man Orden an was an- und ablegt? Was wahrscheinlich im Menü ein- und ausschalten, oder wie? Das An- und Ablegen von Orden drücke Plus und eröffne das Menü. Ja. Eben, das sind so irgendwie so passive Skills im Hintergrund, oder? Wahrscheinlich da hinten drücke ZR, um das Ordenmenü zu gelangen. ZR. Hier. Da. Für das Anlegen von Orden sind Ordenpunkte OP ordentlich erforderlich. Für diese brauchst du ein OP. Drücke A, um den Orden anzulegen. Ja, du hast ein OP in Anspruch genommen und den Orden angelegt. Ich glaube, das war bei Origami King auch so ähnlich oder bei Paper Mario 1. Drücke A erneut, um den Orden abzulegen. Die OP stehen dir dann wieder zur Verfügung. Ja, da kann man was zusammenstellen, um sich einfach zu verstärken und so. Ja. Was macht das eigentlich? Mario lernt den Powerhauer. Dieser verbraucht 2 BP. Ja, kann ich den auch hier gleich aktivieren? Verfügbar 3. Ja, Mario lernt den Power, verbraucht 2 BP. Ja, ich lasse es einfach mal so, oder? Ich hab 3 von 3 habe ich doch eigentlich. Aber es brauchte nur ein. Jetzt ist es doch aktiviert da oben. Jetzt nicht. Jetzt ist es aktiviert, oder? Steht doch da oben auch. Gehen wir zurück. Übrigens brauchst du BP-Blütenpunkte, um den Powerhauer zu nutzen. Du musst im Kampf also nicht nur auf deine Karte, sondern auch auf die BP Acht geben. Nun, ich hoffe, ihr werdet die Röhre zum Feuerteil ohne Probleme finden. Aha, die müssen wir auch noch finden. Die Röhre, also da müssen wir durch, ne? Hey, 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 du bist wohl nicht von hier, ne? Das ist der Molkius Revier. Wenn du durch willst, musst du 10 Münzen zahlen. Ja, mache ich doch gerne. Solltest du es nicht darauf anlegen, mit mir zu kämpfen? Ich bin ziemlich stark. Ziemlich stark. Okay, gut, dann zahlen wir mal die 10. Du hast mir tatsächlich 10 Münzen gegeben.
Na gut, du darfst passieren. Ja, ist nett, oder? Wer bist du denn? Keine Ahnung, da hinten können wir auch noch gucken, aber da ist verschlossen. Hey, das ist Rolling in den Osten, das Revier der Bande von Molky. Was? Moluski? Dem Räuber. Die Häuser hier sind so verfallen, dass man kaum weiß, welche davon bewohnt sind. Fremde sollten sich hier besser nicht ohne konkreten Grund herumtreiben. Ja. Diese Jobagentur ist der einzige Ort, in Osten zu Silber auch andere Leute kommen. Wenn der Laden geöffnet ist, solltest du mal reinschauen. Jobagentur, das heißt, hier gibt es Jobs, wo man hier. Oh, wieso hat das hier so viele Totenköpfe? Hier ist auch geschlossen. Ja. Also hier geht es anscheinend nicht durch. Da brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, hier können wir eigentlich noch gar nichts machen, außer es gibt hier. Oh, da unten ist noch eine Truhe versteckt. Und dort mit einem Papierflieger könnte man da unten irgendwie durch. Ja. Da unten ist noch einer. Haben sie nicht gesagt, dass ich eigentlich über den Untergrund eigentlich in dieses Feuerteil komme? Hey! Du da, hast du kurze Zeit, um zu lernen, wie man richtig kämpft? Ich meine, so richtig mit Schmackes. Ja, viele Tutorials auch zu Beginn, ne? Ich sehe auf den ersten Blick, dass du Talent hast, aber übers Kämpfen musst du noch eine Menge lernen. Trickkommandos, Bingo, das ganze Programm, frag mich gerne. Löcher in den Bauch, dazu bin ich da. Wer ich bin? Manche nennen mich Kampfcoach, andere flehen um Gnade. Kleiner Scherz. Wie dem auch sei, meine Berufung ist es, mein Beruf. Ja. Aus Talentenkämpfer zu formen, sprich mich jederzeit an. Also bei dem kann wahrscheinlich noch. Hey Jungspund, kann der Kampfcoach was für dich tun? Action-Kommandos üben, mehr über Kämpfe fahren? Nein, danke. Ja, werde ich erstmal weiter spannende Tipps für dich recherchieren, komm wieder vorbei. Also ich denke, ich muss in die Röhre reingehen und irgendwie unten noch was erforschen. Da hinten ist zwar auch noch was versteckt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mal schauen, wenn ich jetzt ZL drücke. Irgendwo in den Katakomben muss es eine Röhre geben, die ins Feuertal führt. Ja, seht ihr. Das heißt, wir müssen hier nach unten und irgendwo da noch was finden. Also hier unten kann man ja auch noch links durchgehen. Weil rechts komme ich eigentlich wieder dorthin, wo ich vorhin war, zu diesem Eierntor. Und oben hängt einer rum. Also, okay, gut, dann muss es woanders versteckt sein. Aber wisst ihr noch, wo wir da waren? Da sind wir eigentlich da hinten durchgegangen. Weil da unten sind wir da nicht auf die andere Seite gekommen. Da ist übrigens auch noch ein Gegner. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, an gewisse Bereiche mit diesem Papierflieger zu kommen, wo wir vorher nicht so eigentlich gekommen sind. Ja. Machen wir gleich hier jetzt einen Power, der frisst aber 2 BP. Sagen wir hier, machen wir trotzdem hier mal. Boah, da musste ich ein bisschen länger aufladen. Der hat 4 Schaden gemacht. Okay, auch 6 Sternpunkte, ne? Okay. Das heißt, was ist da hinten noch versteckt? Nichts. Hier da oben haben wir da noch was. Ja, jetzt können wir nämlich darüber. Okay, cool. Schatztruhe ist auch noch da oben. Da kommt man wahrscheinlich irgendwo oben durch die Wand. Also von der anderen Seite. Und hier. Uiuiui, jetzt haben wir, was ist denn hier los? Blob, ouch, was soll das? Oh, Blopper ist da. Blooper. Boah. Oh, ein Kampf gegen Blooper. Inklusive Zuschauer. Wer hab ich hier geweckt? Bloop, bloop. Wer wagt das, Blooper, weh zu tun, dem größten aller Totenfische? Bla, bla. Mit mir ist es nicht zu spaßen. Ja. Blub, 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 unverschämter Zwerg. Blub, wieder los. Ja. Oh, krass. Blub, 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 seht ihr meine Tentakel? Hey Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbert gesagt hat? Mit diesem können wir die Reihenfolge unseres Angriffs tauschen. Ja. Wenn deine Krabbe zur Neige gehen, solltest du mit Y mich kämpfen lassen. Okay, Ladies first. Ich habe aber fast volle Krabbe. Flucht in diesem Kampf ist möglich.
Ja, also ich glaube, wir haben ihm auf seine Tentakel am besten gehauen. Das heißt, machen wir hier nochmal dasselbe hier mit dem Power Hour, ja? Let's go! Und... Bam! 4, das war gut. Ja, jetzt kommt sie an die Reihe. Gut, was soll sie machen? Kann sie eine Kopfnuss hier machen? Link, ah, linke Tentakel ist auch noch da. Bam! Ja, nur 1. Blablabla, wie gemein. Blablabla, ich bin nicht essbar. Blablabla, ihr wollt mich grillen, oder? Klar wollen wir dich grillen. Oh, ich wusste es. Oh, er hat mich zerquetscht gerade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen, aber es hat nicht ganz geklappt. Haben wir mit dem Hammer? Angriff mit dem Hammer nicht möglich, oder was? Das heißt, ich muss da raufspringen. Okay, dann machen wir einen Sprung. Bam. Bam. Aua, aua. Ich bin runter vom Theater gefallen. Jetzt komme ich. Warte, Mario. Jetzt komme ich. Und zack. Oh, was ist das für ein komisches Timing mit dem Sprung, hä? Jetzt gibt's eins auf die Rübe. Und nimm das Blooper. Gut. Mehr Zuschauer. Technik. Komm, mach jetzt den richtigen Sprung. Jawohl, das wollen die Zuschauer sehen. Das wollen die Zuschauer hier sehen. Wir haben nur 5 Zuschauer gerade. Ja, nochmal, weil es so schön war. Oh, jetzt habe ich keine Dings mehr da unten. Aber egal, dann machen wir normal. Haben wir hier. Und nimm das. Sehr schön. Hat jetzt ein Pilz da oben gedroppt? Oder wieso leuchtet oben ein Pilz auf? So, jetzt komme ich, lass mich durch, Mario, jetzt, und bam, bam, jetzt habe ich es drauf mit der Landung. Ja, den Zuschauern gefällt das. Oh, er kommt auch noch. Konter, ich habe richtig gekontert. Ich habe sogar B gedrückt, aber konnte keinen Gegenkonter da machen. So, Mario kommt, und was die Pilze da oben sind, weiß ich jetzt gerade nicht. Er weint, wir haben ihn besiegt. Abschlussbonus 50 Münzen zu bekommen. Wir haben Blooper besiegt. Wuhu. Sternpunkte. Ja. Blooper. Ja, das war wahrscheinlich nur eine Mini-Version oder eine normale Version. Wahrscheinlich irgendwo herrscht noch ein größerer. Ja, hier da oben ist sicher so versteckte. So, was ist hier los mit dem Schiff? Da bekommen wir wahrscheinlich auch mal eine neue Fähigkeit da mit dem Schiff. So. Jump! Richtig cool gemacht. Wir haben ein bisschen Jump'n'Run-Elemente hier in dem Spiel. Wow, eine legendäre Röhre hier, oder was soll das sein? Die Papierröhre! Paperröhre! Paperpipe! Was ist jetzt los? Kapitel 1: Lockharts Drachenburg. Hey, wir haben den Prolog übersprungen, also fertig. Wir sind in Kapitel 1 angekommen. Feuertal. Ah, hier ist das Feuertal. Okay, da habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Hä? Sie sind in einer grünen Umgebung. Das ist doch kein Feuertal. Gut, kann natürlich auch eine grüne Umgebung sein, aber ich habe mir jetzt ein bisschen aus dem Feuer vorgestellt. Hier ist also das Feuertal und hier soll sich eins der Sternjuwelen befinden. Ja, vielleicht. Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. Ja, schön, dass wir hier speichern dürfen. Schon lange kein. Es hat wenig Speicherblöcke, finde ich irgendwie. Und im Hintergrund wird nicht gespeichert, oder? Das finde ich ein bisschen heftig. Wenn es mich erwischt, dann muss ich hier den Weg hier von hier wieder machen. Ja, was ist das denn hier? Oh, was kommt denn hier? Oh mein Gott, was kommt? Ein riesiger Drache. Ja, den hat man auch im Trailer gesehen. Ah, da ist dort hinten. Oh, was war das? Das war ein Flugzeug, keine Angst. So ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Wow, gruselig. Es ist zum Burg da hinten geflogen, oder? Lass uns lieber schnell von hier verschwinden, bevor es zurückkommt. Kein Problem. Was ist das hier? Ah, Moment mal. Vielleicht ist diese Aussparung... Was? Aussparung dafür, da etwas reinzutun? Ich wüsste gerne, was das für eine Form sein soll. Ja, wüsste ich auch gerne. Aber ich kann sogar auch noch, glaube ich, X drücken, oder nicht?
Das ist das Feuertal. Es liegt weit östlich von Rolling in den Bergen. Hier ist das ganze Jahr über warm und angenehm und stand dieser Natur. Wusstest du, dass man manchmal Items von den Bäumen... Was? Das Items von den Bäumen fallen, wenn du was dagegen schlägst? Vielleicht solltest du es einfach gegen dich ausprobieren. Yeah, cool, von den Bäumen schlagen. Danke für den Tipp. Ja, sieh an, kostenloser Pilz. Stellt 5 Kappe wieder her. Und hier ein Sternsplitter hat, ein herrlicher Sternsplitter. Was auch immer da ist. Aber gut zu wissen, oder? Hey, das ist ja richtig nice, diese Tipps von der Kleinen. Los geht's. Gibt's in dem Spiel echt auch einen Bobby? Wie bei Origami King? Was ist das denn hier? Dieser Felsen erinnert mich irgendwie an eine Röhre. Ja, das ist ein Röhrenfelsen. Ja, was ist das hier? Was bist du denn für einer? Keine Informationen über diese komische Kreatur. Was ist hier? Ins Block. Wieder ein Pilz. Nice. Ja. Das Feuertal, das Feuertal. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt, aber wieso nicht auch so? Ich kann die Dings... da ist Münzen darunter. Okay, das ist ja cool. Gehen wir am besten Münzen, ne? Münzen, Münzen. Es sind auch noch Sachen versteckt. Komm raus. Steckt sich da hinten etwas? Nein. Okay, dann schauen wir mal weiter, was da los ist. Ja, Goombas. Goombas, komm hierher. Erster Angriff erfolgreich. Okay, hier 2. Oh, ja, jetzt habe ich geschlafen. Macht nichts, macht nichts. Da kommen wir mit einem Supersprung her. Zack, zack. Ich frage mich, wenn Mario levelt. Weil irgendwie... Okay, gut, vielleicht da oben, wenn ich die 75... Ich habe das Gefühl, wenn ich diese 75 auf 100 habe, dann mache ich wahrscheinlich ein Level up. So, Technik. Kopf... Nein, nicht Kopfnuss! Geh weg! Ja. Das war eine Kopfnuss. Ja. Das war am besten zu voreilig. Angriffe können wir hier nicht abblocken. Wieso leuchtet oben ein Stern? 2 Sterne. Sternpunkte, ja. Da seht ihr, es geht das Rad da oben immer weiter. Die Leiste der Leisten. Was ist denn hier dahinter versteckt? Ja, was war das? Orden tun mir nichts erhalten. Hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriffe auf ihn eher daneben. Oh, das ist ja geil. Also das können wir eigentlich hier auch hier einsetzen. Also, wo ist das hier gewesen? Hier Orden. Tu mir nichts. Kann ich da noch einsetzen? Ja, seht ihr, ich habe auf der linken Seite eigentlich 3 von diesen Ordenpunkte und 2 davon habe ich vergeben. Also das heißt, hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriffe auf ihn eher daneben. Das ist doch cool. Also das heißt, ich habe ein bisschen so Ausweichtechnik hier. So, komm da hin. Wie heißt das schon wieder? Koopa... Goomba... Oder so irgendwie. Ja, jetzt habe ich das verhängt. Ja. Egal, wir springen auf dich. Ah, Paracoopa, dort stand sogar. Paragoomba. Paracoopa, Paragoomba, Parapara. Parabalabala. So, okay. Hätten wir die auch besiegt. Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Also ich muss sagen, die Kämpfe verlaufen irgendwie erstaunlich schnell. Was eigentlich noch cool ist. So, okay. Ich hasse es, wenn es zu lange Kämpfe gibt. Gut, es gibt natürlich dann auch schwierige Gegner, was ein bisschen länger dauert. Ja. Super Mario RPG ist so ein Spiel gewesen, wo wirklich die Kämpfe wirklich mega lange dauerten. So, aber das hier, das geht ja eigentlich jetzt noch. Jetzt füllt sich dann gleich meine Leiste da oben. Also sie sind gleich komplett hier. Ja. Sternpunkte noch. Ihr seht, jetzt habe ich da oben einen Punkt. Das heißt, oben links beim Stern habe ich jetzt die Möglichkeit, diesen speziellen, ich sage jetzt mal einfach so einen Buff, so einen Heal-Buff zu benutzen, der mich hielt. Ja, Mann. Hat jetzt da irgendwas Gras geraschelt kurz? Oder war das eine Täuschung? Was ist die Röhre? Ja, also da hinten geht es noch weiter. Das heißt, wir checken mal ab, was hier drin ist. Also rechts ging es noch durch. Und da... Ah, da kommt man nach oben. Ja, wie soll ich da hin?
Oh mein Gott, sie ist gleich runtergefallen, die Arme, hey. Also rüber komme ich da noch nicht. Ich gehe wahrscheinlich davon aus, da brauche ich irgendwie eine Flugkraft oder so, um da rüber zu kommen. Ja, also wenn ich da rüber springen könnte, dann wäre das schon krass, aber ich glaube es nicht. Wieso zeigen sie uns Sachen an, wo man auch gar nicht hinkommt? Das heißt, da muss man nochmal da hingehen, um dieses Erzinier zu bekommen. Nein, das geht nicht. So. Wir laufen weiter im Feuertal Deluxe. Ja, übrigens Mario, wenn du irgendwann nicht weiter weißt, dann drücke einfach Zettel, um einen Tipp von mir zu bekommen. Ich bin nie um eine Antwort verlegen. Ja, ZL. Manchmal sieht es so aus, als wäre da nichts. Aber wenn du mit dem Hammer zuschlägst, findest du doch etwas. Ja, meinst du, ich mache einfach immer die ganze Zeit so jetzt hier, das ganze Gras hier. Bin ich hier Link, wo du das ganze Gras da zerschneiden musst, hey. Ja, meint, ich finde da irgendwas Besonderes außer Münzen. Wegen einer Münze das ganze Gras kaputt zu machen. Jetzt bin ich da hinten, ey. Was ist da hinten los? Kann ich das auch kaputt machen? Oh! Eine versteckte Röhre jetzt aber. Das ist der Papiereffekt. Hast du das gesehen? Ja, der Papiereffekt. Hey, was ist das für ein kleiner Knips da hinten noch? Irgendjemand war dort hinten noch. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, wir kommen wieder mit dem Hammer, hey. Hör mal, wer daheim hat. Ja. Also der andere Hammer ist momentan nicht verfügbar, weil ich zu wenig Blumenpunkte gerade habe. Aber das ist jetzt egal. Irgendwann füllt sich das dann irgendwann dann auch wieder mal vielleicht auf. Oder ich könnte selbst ein Item benutzen. Wahrscheinlich habe ich da noch was dabei. Wow, 9. Jetzt kommt Level Up, oder? Ich hatte recht. Obwohl ich das Spiel noch nie gezockt habe. So, wähle mit Hilfe von L einen Wert. Also möchtest du mehr Blumenpunkte? Was ist das hier? Die maximale OP-Anzahl wird um 3 erhöht. Ah, die Ordenpunkte sind hier neu dazugekommen. Weil klassisch war das immer mehr KP oder BP. Und ich glaube, nochmal ein drittes war es, glaube ich. War das irgendwie so Magiepunkte oder so, was auch noch gab. Also bei Super Mario RPG. Also ich glaube, ja, BP ist natürlich auch geil. Da kann man mehr die Fähigkeit benutzen. Ich glaube, ich nehme am Anfang ein bisschen mehr Leben. Das lädt sich dann nachher eher auf. Das ist natürlich vielleicht auch noch wichtig. Oder Ordenpunkte, um mehr von den Orden auch zu benutzen. Dann hat man nicht so irgendwie so ein... ja, ich weiß nicht. Da kann man nachher mehr Orden eigentlich auch einfügen. Das ist aber auch noch geil. Aber hey, ich pushe jetzt mal meine KP nach oben um 5. Aber das ist eigentlich auch noch krass. Das heißt... ich entscheide hier, wie es eigentlich in der Geschichte hier weitergeht. Weil er hat ja vorhin 10 Kappe gehabt und nachdem er die Sterne davor hatte, 100, hatte ich die Möglichkeit, ihm einfach 5 Kappe hinzuzufügen. Ein sehr saures Tonic. Weg gegen Gift und Schrumpfungen. Okay, und da rechts geht es sowieso nicht durch. Das heißt, ich hätte das eh machen müssen hier mit diesem... keine Ahnung, was das war, hier irgendwie noch ein Gebüsch oder so. Ja, so, oh, jetzt bin ich im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Hallo zusammen. Was haben wir da oben? Ein Schalter für eine Brücke wahrscheinlich. Sehr schön. Das ist ein richtiges Bilderbuchspiel. Ja. Ja, und ich bleibe einfach da hinten, weil da hinten hat sie auch noch was versteckt, weil es so cool gerade ist. Ja, ein Sternsplitter, ein herkömmlicher Sternsplitter. Ja, und da hinten laufe ich einfach mal da hinten durch, aber da hinten ist gerade nichts. Gehen wir alles mal schnell wieder zurück. So, weiter geht die Show hier. Ja, nicht runterfallen, Mario, da hat es vielleicht auch noch was versteckt, hier Münzen, wenn du die nehmen möchtest. Ja, die werden nicht einzeln automatisch eingesammelt, die muss Mario da schon immer nehmen, ne Mario? Auch ein bisschen... oh, ein Geschenk, ein Mysterium erhalten. Was es bewirkt, keine Ahnung. Findet es raus. Hallo, was ist das hin? Mysterium. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir hier schon mal in den Detail. Was habe ich hier eigentlich? Also der stellt eine Feuerblume. Die Angriffskraft. Also etwas, um BP aufzutanken, habe ich gerade nicht. Ja... hätte man natürlich auch dort noch im Shop kaufen können. Weil man hat ja ein bisschen Münzen am Anfang auch erhalten. Oh, sieh an, was sind wir da? Blütenweiler.
Wir sind mal hier von einer Kampfebene jetzt in ein kleines Dörfchen gekommen. Oh, willkommen, Reisender. Herzlich willkommen in dieser Ort. Man nennt ihn Blütchenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Trösten mehr. Seit die schreckliche Logarch die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Ja, bleiben du aus. Logarch, das ist da bestimmt das große Monster von eben, ne? Logarch heißt es also, ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du hast du schon einmal von dem Sternjuwelen, von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat, was? Die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu ihm. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmacksvoll, aber sicher leichter zu finden. Na gut, vielen Dank. Ja, hier kann man übernachten. Sieht das nice aus. Jö, wer bist denn du, Kleiner? Ja, willkommen im Tothaus. Ein wenig Ruhe erhöht Geist und Körper. Willst du verwöhnt, bist du nicht ausruhen? Ja, ich sehe, dann schlafen wir mal eine Runde hier. Aber du bist ja völlig fit. Willst du trotzdem ausruhen? Ja, wie tanke ich meine BP auf? Oder ist meine BP jetzt auch schon voll? Sag mal. BP ist ja auch schon voll, okay. Also durch das letzte, durch das letzte Level Up werden die BPs auch aufgechunkt. Was ist da unten los? Was ist das für einer? So, jenseits der Berge im obersten Stock einer alten Burg lebt Logarch. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteuer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Ja, ist schon irgendwie gruselig. Ich finde das mit dem Speichern irgendwie noch cool gemacht. Klar, Hintergrundspeichern wäre zwar noch cooler gewesen, aber im Vergleich zu Super Mario RPG kommt nicht immer wieder so ein Menü, wo man diese Speicherpunkte auswählen möchte. Hä, hey, schau mal an. Was habt ihr da für coole Sachen hier? Was ist das denn für ein Würmchen? Schlaf... Was? Schlafikator macht Gegner schlaf und senkt ihre Angriffskraft. Feuerblume. Pow, 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner, macht härter und erhöht die Verteidigungskraft. Also hier, süßer, stellt Pepe wieder her, da ist dieser Honig. Also, ich möchte mal ein paar von diesem Honig hier haben. Nein, jetzt ernsthaft, jetzt muss ich den einzeln kaufen. Ja, also das ist aber, hey, das ist aber gerade ein bisschen ein Downgrade zu Super Mario RPG. Ich weiß nicht, wie es in Paper Mario 1 war. Aber da konnte man im Shop konnte man so nach oben drücken, um das zu kaufen, also eine gewisse Anzahl zu kaufen. Hey, ich sehe gerade meine Items platzen da, aber auch die werden ja aber auch nicht gestapelt. 13 von 15. Kann ich da irgendwann meine Items in den Inventar vergrößern? Ja, du. Hey, habt ihr auf dem Weg hier ein paar Powerblöcke gefunden? Ich weiß nicht, wir hätten hier welche zu verkaufen. Habt ihr ein Glück, dass ihr hier vorbeigekommen seid? Naja, wir natürlich auch. Ja, da muss ich ja schon meine Sachen dann auch immer benutzen. Powerblock. Ja, jetzt kann ich dann keine Items mehr mit mir tragen. Kaufen. Ja, jetzt habe ich mal einen gekauft. Ich hätte natürlich noch mehr davon holen können. Ich habe so viele Münzen irgendwie. Pilz, Eishauch, Goldschatz, Rabattpunkte. Ja. Tritt ein, mein Freund. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was kann ich für dich tun? Ah, ich kann die auch verkaufen. Ja, wieso soll ich das verkaufen? Das brauche ich ja alles. Das Mysterium ist aber noch am besten eine Frage. Ja, Rabattpunkte. Ja. Ja, das hat er schon mal gesagt. Das hat er schon mal gesagt. Nein. Aber er hatte nochmal was. Was ist abholen? Aber du hast noch gar keine Items in Verwahrung gegeben. Möchtest du sonst noch was verkaufen? Ah, lagern. Da könnte ich einfach so sagen, lagern. Ah, ist cool. Das ist... Ja, Honigsirup. Ich habe ein bisschen viel Honigsirup. Hier.
gegen Gift und Schrumpfung. Ja gut, das hätte ich jetzt noch behalten können. So, Honigsirup. So, ich habe das mal jetzt gelagert. Ich weiß nicht, möchte sonst noch etwas? Nein, ich lasse das mal so sein. Ja. Ich hole mir da noch ein Pau. Ja, 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Ja, das ist noch praktisch sicherlich. Gegen alle Gegner. Spielen wir hier mit diesem Spiel ein bisschen anders wie in den Vorgängern. Für etwas müssen ja die Items ja auch ein bisschen sein. Du erhältst ein... Ah, ich hab jetzt eine Rabattpunkte bekommen. Fürs viele Einkaufen. Jetzt hat er mir noch einen Pilz gegeben. Jetzt, ja, jetzt gehe ich mal da raus. Fertig hier mit dem Shoppen. Ey. So, okay. Ja, ist auch praktisch, ne? Rabattpunkte hier und da. Was läuft da oben? Wo müssen wir eigentlich hin? Der Bürgermeister von Blütweiler wohnt in einem pinken Haus. Und du weißt vielleicht... Ja, okay, also müssen wir zu einem pinken Haus. Das finde ich eigentlich noch geil. Was bist du denn? Ja, ey, fass hier drin nichts an. Das sind so ziemlich alles einzigartige Sammelstücke. Ja. Also das mit dieser Zettelfunktion, das finde ich schon mal ein richtig cooles Feature in dem Spiel. Klar, natürlich ist das... Was ist denn für ein Baby-Toad hier? Hey, in letzter Zeit spiele ich total gerne mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir das Spiel namens Super Mario Bros. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch ja unbedingt auch kaufen. Hat er das im Original echt auch gesagt? Oder hat der Nintendo neue Dialoge hinzugefügt? So. Mein Name ist Bob Oomp, ein alter Bob Oomp, ohne Träume und Hoffnungen. Okay, krass. An diesem Ort schaue ich niemandem etwas an, also lass mich in Frieden. Ja, gut, weißt du, was ist mit dem da unten? Bonjour, Mademoiselle, ein so schöner Tag hier. Nein, Monsieur Schnauzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Hä, Ikitsch, du bist nicht mein Typ, such dir eine andere. Oh la la, wie direkt, so wundervoll, energisch. Ich bin begeistert, ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mari, lass uns schnell von hier verschwinden. Lass in Ruhe. So, okay. Wir gehen weiter hier. Ja, hier ist das pinke Haus, der Bürgermeister, was bist du für ein komischer? Hallo? Hey, dieses Dorf ist wirklich schön, das Wasser ist kalt. Klar, die Luft ist frisch. Und in der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Lugards flammenden Zorn. Ich verdränge das immer irgendwie. Ist das schon traurig? Ja, es ist schon traurig. Alles ist hier traurig. Und was ist da oben Trauriges versteckt? Da komme ich aber nicht rein. Ja. Schön hier ein bisschen rumwühlen. Aha, aha, aha. Da ist einfach ein Blatt drin. Ein Blatt aus Blütenweiler stellt 3 BP wieder her. Ja, und ich habe BP eingekauft. So. Hallo, hallo. Oh mein Gott, du bist der älteste Koopa überhaupt, ey. Bart Knollnase, was bist denn du für eine Figur? Ah, du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort. Nein. Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du mit ein paar Münzen und einem antiken Panzer zufrieden bist. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld ausgegeben. Die kann ich dir ruhig geben, mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Kopier, die würde ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir... Nein, er meint, wir werden jetzt Diebe, darum redet er so, wir sind doch keine Diebe. Er sieht wahrscheinlich nicht so richtig mit den Augen. Sie erinnern mich damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Er meint, wir würden ihn ausrauben. Nee. Was? Du bist gar kein Dieb. Ja. Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel. Ja. Sag das doch gleich, dann kommen wir doch viel schneller voran. Ja, wollte ich ja, aber du hast angefangen zu labern. So, du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, also, was wollte ich noch gerade sagen? Ey, komm zur Sache. Ach, ja genau. Man erzählt, Lugard habe ein Sternjuwel in der Burg. Du kennst doch Lugard, oder? Den riesigen, unglaublich grausamen Drachen. Ja, vom Namen habe ich schon mal was gehört, aber persönlich haben wir ihn noch nicht getroffen, ne?
Mit ihren Überfällen terrorisiert Lugard die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Lugards befreien will? Genau. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Lugard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was? Wie? Du brauchst keine Belohnung? So war das nicht gemeint. Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Du, wie heißt du noch mal schnell? Ich bin der Daumen nach oben, Manio. Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Das heißt Mario. Ja gut, Manio, eine Sache solltest du aber noch wissen. Ich hab Mario gesagt. Jetzt gibt's gleich einen Hammer für dich. Wenn du zu Lugards Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Ja, das war ja klar, oder? Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Sonne, Mond und Sterne. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Also Mario geht und zeig Lugard, was eine Arke ist. Ja, heftig. Langer Dialog gewesen, aber macht nichts. So, er möchte einfach nicht meinen richtigen... Oh, wer ist das denn? Mario-Namen da sagen. Reden. Guten Tag, mein Name ist Kupine. Freut mich, dich kennenzulernen. Nanu. Diese Mütze, dazu eine blaue Latzhose und dieser prächtige Bart. Du bist Mario, oder? Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder? Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Lugard zu besiegen? Ja. Ich wünschte, mein Kopio wäre auch so mutig. Kopio? Kopio, Kupino, wo bist du? Kopio, bist du Kopio? Oh, dich kennen wir, glaube ich, auch aus dem ersten Teil, oder? Was? Du willst wirklich in Lugards Burg eindringen? Du willst wirklich gegen die schreckliche Lugard in den Kampf ziehen? Aber Lugard will wirklich sehr stark sein. Ja, was hast du dagegen? Ich bin Super Mario. Schau mal an, ey. Ich hab den Super Hammer hier. Mach alles hier kaputt, ey. Ja, komm da nicht mal runter. Da hinten geht's durch. Sind das weil du so Bilder, wo du da aufgehängt hast? Hast du sonst noch hier was versteckt? Nicht? Okay. Also das Coole ist daran, dass es keine Ladezeiten hier zwischen den Räumen gibt. So, einfach mal schnell rein mit dem kleinen Mädchen da reden. Hey, wie viele Opfer mag Lugard wohl auf dem Gewissen haben? Erst kürzlich hat sie den alten Kuperich aus einem der Nachbarorte erledigt. Und der Vater von Kopio ist auch losgezogen, um Lugard zu erledigen. Hätte ich nie zurückgehört. Seit damals hat ihn niemand mehr gesehen. Ja, so ist es also. Also irgendwo muss doch ein Tipp sein, wo diese Röhre ist. Hey Jungspunsch, du kannst den Kampfcoach was für dich tun. Nein, der ist ja überall. Schau doch mal die Figur an hier. Okay, ja, also wahrscheinlich, ja, da haben wir auch noch was. Ja, da hinten rechts komme ich wahrscheinlich nicht durch, dann möchten sie, dass wir hier nach unten gehen, oder? Habe ich recht, was ist los bei diesen kleinen... Da ist ein One-Up-Toad. Hey, wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Hihi. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft. Nein. Lugard, huh? Die wollen wir auch besichtigen. Okay, also muss ich doch rechts durch. Also jetzt war ich wirklich überall und der Kleine da unten. Lugard ist gefährlich, aber die Monster in der Burg sind auch schrecklich. Normale Attacken helfen gar nicht gegen diese Kreaturen. Und man sagt, sie sind immun gegen Feuerattacken. Ja, dann müssen wir hier mal schauen. Gehst du hier weiter, kommst du zur Geröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns vor den Monstern schützen. Aber wenn der Bürgermeister sagt, es ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich. Okay, also musste man zuerst mit dem Bürgermeister reden, um weiterzukommen. Entschuldigung, warte mal.
Ja, sieh an. Wer möchte uns da begleiten? Ja, also, ich bin Kopio. Man sagt, du gehst zur Burg von Logart, oder? Also, ich habe da eine, sozusagen eine Bitte. Also, ich meine, ja, ja, entschuldige bitte. Auf Wiedersehen. Hey, komm wieder zurück. Ein komischer Koopa. Was er wohl wollte? Ja, das frage ich mich auch, was er wohl wollte. Fragen über Fragen. Und der Weg zur Geröllburg. Mal noch eine Schau, da hat sie auch einen Speicherpunkt gerade. Also hier wird das Kämpfen hier weitergehen. Aber zur Burg würde ich mal sagen, schauen wir uns das nächste Mal an, wie es hier weitergeht. Also irgendwie habe ich schon Bock. Irgendwie packt es einem als so ein bisschen so aus Interesse, um zu gucken, was jetzt da kommt. Weil ich komme eigentlich sehr gut vorwärts in dem Spiel und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das heißt, Weg zur Geröllburg und wahrscheinlich auch dieser Drache, der kommt, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge anschauen. Wie hat es euch so ein bisschen so gefallen? Wenn euch das ganze Gameplay natürlich hier auch gefällt und ihr einfach mal Bock habt, mit mir in einem Livestream zu spielen, dann guckt mal bei mir auf YouTube vorbei unter dem Live-Tab. Dort findet ihr auch immer anstehende Livestreams, weil ich spiele auch mit der Community, also Zuschauer, gerne zusammen. Sei es Mario Party Superstars, Mario Maker 2, irgendwie Zuschauer-Level, Mario Kart und Splatoon 3 und vieles anderes auch mehr. Würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischauen würdet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch noch einen Daumen nach oben da und sagt mir einfach mal eure Meinung zu diesem Part. Was hat euch am besten gefallen? Und ja, das wäre es eigentlich auch gewesen. Großen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.